Ich bin heute bei dem Architekturbüro Pleyer und Franz in Berlin, einer der bekannteren Büros in Deutschland für den Bereich Retail-Architektur. Pleyer und Franz entwickelt Retail-Konzepte für Marken aus den Bereichen Automobil und Fashion. Zu ihren Kunden gehören unter anderem BMW, S. Oliver, Kunert AG. Und ich habe heute die Gelegenheit, mit einer Mitarbeiterin von Pleyer und Franz über das Thema Architektur zu sprechen, aber nicht aus der Sicht des Designs, sondern aus der Sicht Wirtschaftlichkeit. Es ist natürlich am Anfang ist die große Geste das Wichtigste. Man muss für den Kunden genau das entwickeln, was ist das CI. Das CI von der Marke übertragen in den Ladenbau. Nun hat Pleyer und Franz Kunden aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Neben der Bekleidung, das sicherlich den größten Bestandteil der Kunden ausmacht, gibt es aber auch Automobilkunden. Meine Frage wäre, wie stark unterscheiden sich die beiden Segmente? Gibt es überhaupt eine Unterscheidung, wenn es um das Designen von Retailflächen geht? Der Automobilkunde weiß genau, was er für einen Kunden hat, an den er sein Fahrzeug verkauft. Und auch welchen Typ von seiner Marke. Jedoch, er versucht seine CI von einem Autohaus oder einem Showroom in einem Laden zu übertragen. Und dafür dann oft die Atmosphäre. Im Architekturbereich läuft es ja sehr viel über Ausschreibungen. Das heißt, das Büro steht in Konkurrenz zu anderen Architekturbüros. Und es wurde schon über die große Geste gesprochen. Wie wird mit so einer Situation umgegangen? Oder wie versucht man dann in einem so frühen Stadium zu überzeugen, dass ihr das richtige Büro für den Kunden seid? Pleyer und Franz gibt es mittlerweile seit 10 Jahren. Das heißt, unser Büro hat auch eine Designsprache. Das heißt, der Kunde, der zu uns kommt, hat schon eine gewisse Vorstellung von der Handschrift, die in seinen, die er für sein Design gewinnen möchte. Mein heutiger Gesprächspartner ist Regisseur Curtis Burz. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute sich Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Ich weiß es sehr selten, dass Sie Interviews geben. Herzlich willkommen. Dankeschön. Gerade im Interview mit Will McBride, dessen Arbeiten ja immer auch sehr junge Männer dokumentiert oder die er fotografiert hat, war das was, wo Sie sagen, wie kann das sein? War das was, was Sie mit ihm aufarbeiten wollten? War das, wo Sie sagen, wieso tun Sie das? War das Ihr Interesse in dem Interview mit ihm herauszufinden, was vielleicht seine verborgenen Fantasien sind, warum er handelt, wie er handelt oder was war da Ihre Motivation? Die Tatsache, dass er sehr gerne junge Männer fotografiert oder dass das eine Leidenschaft von ihm ist, eine Faszination. Das ist Thema dieser Dokumentation. Und natürlich war das für mich auch die Motivation, dieser Frage nachzugehen oder seiner Leidenschaft nachzugehen und ihm diesbezüglich auch nahe zu kommen. Wie viel von Ihnen ist in dieser Arbeit drin? Weil man natürlich bei Regisseuren, die auch ihre eigenen Dinge schreiben, die sehr großen Einfluss auf die Arbeiten haben, auch immer vermutet, ist es in irgendeiner Form autobiografisch. Das ist natürlich im gewissen Maße auch immer ein Vorteil, aber das Interesse daran ist natürlich groß. Wie viel ist von Ihnen in Ihren jeweiligen Arbeiten? In dem Video Virginia ging es nicht um mich. Es ging um einen jungen Mann, der in einer sadomasochistischen Beziehung gelebt hat oder in einer Beziehung, die Strukturen davon aufwies und den Selbstmord seines Partners verarbeiten musste. Die Liebe dieser beiden Männer hat mich sehr interessiert, weil sie sicherlich sehr gewalttätig war. Vor allem die Sexualität. Und die habe ich in Kontrast gestellt mit dem Leben von Virginia Woolf und vor allen Dingen mit ihrer Beziehung zu Leonard Woolf. Dass man mich nun in sehr eindeutigen, intimen Situationen sieht, ich finde sie nicht pornografisch, hat eher damit zu tun, dass ich die tatsächlichen Personen nicht überzeugen konnte, vor die Kamera zu treten. Und daher habe ich mich meines eigenen Körpers
bedient oder meiner eigenen Person, um das zu erzählen. Schade, dass wir jetzt an dieser Stelle nicht noch mal tiefer einsteigen können, um diese Frage noch ein bisschen zu klären. Ich bedanke mich bei Ihnen für dieses Interview. Es hat einige intime, auch wenn nicht alle, Einblicke gewährt. Vielleicht beim nächsten Mal. Vielen Dank. Dankeschön. Und wir sehen uns nächste Woche an selber Stelle zur selben Zeit.